Hallo zusammen, ich bin der Felix aus Mulz und wir machen heute alle zusammen ein kleines virtuelles Whisky-Tasting. Dafür habe ich euch 5 europäische Whiskys mitgebracht, die wir uns zusammen angucken und ich hoffe, wir haben viel Spaß. So, und damit ich heute nicht ganz alleine trinke, habe ich wie immer 2 Kollegen von mir mitgebracht. Das ist einmal die Katha und einmal der René. Und wir drei probieren wir jetzt mal was zusammen. Wir werden unser Augenmerk heute nicht nur auf die Farbe und auf die Viskosität des Whiskys legen, sondern natürlich auf den Geruch und vor allem auf den Geschmack. Damit ihr nicht eure Geruchsnerven von Anfang an überlagert, würde ich euch raten, eure Nase nicht zu tief in das Glas reinzustecken, sondern das Glas mit etwas Abstand zu eurer Nase zu halten, dann zu riechen und dabei den Mund leicht offen zu haben, damit so eine gewisse Art Durchzug entsteht. Nach dem Eingießen des Whiskys könnt ihr den oder solltet ihr den gerne nochmal 30 Sekunden bis eine Minute stehen lassen, damit sich die Aromen schön im Glas sammeln und ihr die über die Nase aufnehmen könnt. Und dann trinkt ihr nicht nur einmal, sondern ihr trinkt 1, 2, 3 kleinere Schlücke, gerade weil beim ersten Schluck viel Alkoholgeschmack mit aufkommt und man beim zweiten oder dritten kleinen Schluck dann mehr wirklichen Geschmack mit im Mund hat. Einsteigen tun wir heute mit einem 12-jährigen Redbreast. Ist ein Irish Single Pot Still Whisky, der bei 40% Alkoholvolumen abgefüllt wird und der in Middleton produziert wird. Das ist in Cork, natürlich in Irland. Cheers. Cheers. Ich möchte vorweg sagen, dass ich die Farbe super schön finde. So ein bisschen wie Bernstein, Honig. Ja, das ist ein sehr schönes Goldgelb. Und der riecht sehr süß. Auch so ein bisschen wie Honig. Super schön Goldgelb und dazu hat man noch diese leicht süßliche, schwerere Konsistenz, Viskosität, die irgendwie schon in Verbindung mit dem Geruch so eine Illusion nach Süße irgendwie anbringt. Ja. Ich habe irgendwie in der Nase vor allem jetzt irgendwie was fruchtig-süßes. Das erinnert mich so ein bisschen an Pfirsich. Aber das muss man probieren jetzt. Die Süße bleibt. Mhm, sehr lecker auf jeden Fall. Ganz lange, finde ich, ganz lange auf der Zunge. Ja, ich finde auch, der erste Eindruck ist süß. Ja. Ich habe dann trotzdem wieder diesen Pfirsich-Eindruck. Aber dann am Ende auch legt sich so was Nussiges, Holziges auf die Zunge, finde ich, bei dem jetzt. Ja, zu dem eben genannten Pfirsich, das sind ja, finde ich, generell Kernfrüchte, also Kernobst. Dazu zählen dann auch Äpfel und Birnen, die sich irgendwie geschmacklich breit machen. Dazu ein schöner Honig, also das, was man schon in der Nase hat, findet man irgendwie auch im Mund wieder, aber schon relativ so ein würziger, leicht malziger Honig. Ja, und diese nussige, holzige Kante kommt ganz klar von den Ex-Sherry-Fässern, wo das gelagert wurde. Gerade so ein Oloroso-Touch, den man irgendwie mit dem Hals hat, aber auch Ex-Bourbon-Fässer, die eher dann so in diese Honig-Malznote gehen, die das dem ganzen Whisky verleiht. Gut. Lecker. Krass, ich finde, der wird gerade immer besser. Als nächstes habe ich einen 10-jährigen Single Malt für euch. Das ist ein Türkonell mit einem Madeira-Cask-Finish. Das Ganze bei 46 Volumenprozent abgefüllt in der Nähe von Dublin, nördlich von Dublin, in der Coley Distille. Cheers. Cheers. Ich finde es auch wieder farblich jetzt heller als der Red Breast von eben. Mhm. Aber an sich auch sehr goldgelb. Riecht aber auch süß, aber ich finde ein bisschen weniger intensiv süß. Ich finde, der riecht würziger. Mhm. Auf jeden Fall so eine leichte Fruchtnote mit drin, so ein bisschen wieder was Getreidiges, was Malziges irgendwie. Mhm. Und dazu, finde ich, erkennt man irgendwie schon an der Viskosität, dass er nicht ganz so süß vielleicht ist hinten raus. Wir probieren einfach mal.
habe schon gerade probiert. Ich finde, er ist weniger süß. Hat auch nicht dieses Nussige mehr. Deutlich schärfer. Ich finde den insgesamt holziger. Ich finde, man schmeckt jetzt fast ein bisschen mehr als beim Red Breast jetzt. Ja, das stimmt. Der hat aber es ist deutlich kräftiger auf der Zunge direkt. Mhm. Er war viel süßer auf der Zunge und kam erst so im Abgang diesem Schärferen. Das ist jetzt direkt. Ich finde, der hat auf der Zunge so eine schöne Balance zwischen Honignoten und dann eher so ein bisschen was Dunkleres, Rosiniges, sage ich mal fast. Wird dann aber relativ schnell scharf und hat so einen abgehackten Abgang. Also er bleibt nicht ganz so lange, bleibt aber schön scharf und intensiv irgendwo im Hals. Also was schön Kantiges, was irgendwie nicht ganz so langen Abgang hat, wie jetzt vielleicht der Red Bessin hatte, dafür aber durch seine Kräftigkeit in Erinnerung bleibt irgendwie. Ja, der hat mehr Power. So. Ja, definitiv. Gut. Als nächstes habe ich einen Single Malt Scotch aus der Speyside-Region für euch, und zwar einen Glenallachie. 12 Jahre alt, mit 46 Volumenprozent abgefüllt, und den werden wir jetzt mal probieren. Cheers. Er riecht schon mal sehr anders, als was wir vorher hatten. Finde ich auch. Krass. Und ist natürlich auch deutlich dunkler. Ja, das ist auch eine ganz andere Farbe. Wirkt auch wieder von Viskosität so ein bisschen schwerer, ein bisschen süßer als der, den wir davor hatten. Ich finde, also ich rieche auch so eine Süße, die nicht so direkt Obst ist, sondern so ein schweres Obst, sowas wie so ein Banane. Ich finde es in der Nase gerade vor allem Rosine irgendwie. So was Dunkles, Süßes. Ja. Aber es hat auch immer noch so was Weiches, was Butteriges, finde ich. Also, ja. Ich finde auch so ein klarer Butterscotch, wenn man sich da sowas vorstellen kann, der irgendwie in der Nase schon rüberkommt. Aber auch so was leicht noch Dunkleres, was leicht Kaffeeartigeres. Und wenn wir dann probieren, setzen sich irgendwie diese ganzen Aromen auch fort. Also er gaukelt einem nichts vor, was er nicht ist, sondern setzen sich diese Aromen fort. Es addiert sich aber auch irgendwo nochmal was. Also ist auch sehr, sehr vollmundig. Und nach so einer Zeit kommt eine Schärfe auf der Zunge. Sehr komplex. Ganz spannend, ja. Sehr komplex im Geschmack. Auch süß. Es gibt irgendwie sehr viele Richtungen. Ich finde, es kommt auch irgendwie was Marzipanettiges dazu. Ich habe trotzdem auch dieses Rosinige, was ich schon in der Nase hatte. Ja, die Süße bleibt auf jeden Fall da. Ja. Das sind Sherry-Fässer, ne? Das ist, finde ich, es geht sehr in die Sherry-Richtung. Ich wollte gerade sagen, diese drei Geschmäcker, oder diese vielen Geschmäcker, die wir gerade beschrieben haben, setzen sich halt aus drei verschiedenen Fasslagerungen zusammen. Wir haben einmal ein Ex-Pedro Jiménez Sherry-Fass. Das bringt sehr viele süße Noten mit sich, so Dunkelfrüchte wie eben Rosinen, die du beschrieben hast, aber auch andere so dunklere Geschmäcker, ein bisschen karamellig. Dann haben wir ein Ex-Oloroso Sherry-Fass. Das bringt eher so dieses Nussige, ein bisschen was Frisches, aber immer noch ein bisschen Dunkelfrüchte mit rein, gefolgt von Virgin Oak. Und Virgin Oak bringt halt ganz klar dieses Buttrige, dieses etwas Festere, aber auch die Banane und ein bisschen diesen Honig mit rein. Also die drei Fässer in der Kombination ergeben halt alle drei relativ dunkle Geschmäcker, die sich so hier richtig schön widerspiegeln. Und ich finde, im Abgang hat man eigentlich den Geschmack sehr lange liegen. Es wird sehr, sehr spät scharf und auch danach ist der Geschmack irgendwie noch omnipräsent. Und er dauert jetzt nicht sehr lange im Mund, sondern er hat so einen schönen, weichen, mittellangen, regulär langen Abgang hinten raus. Und das finde ich sehr schön. Ja, ich bin auch großer Fan, muss ich sagen. Das ist wirklich sehr lecker. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Exkurs an der Fässerfront. Und zwar habt ihr ja schon mitbekommen, dass verschiedene Whiskys, die wir behandelt haben, auch in verschiedenen Fässern gelagert wurden. Hierzu kann man sagen, dass vor allem beliebt für die Nachlagerung nicht nur von Whiskys, sondern auch gerne mal von Rums oder anderem, sind Sherryfässer. Sherryfässer sind sehr divers im Geschmack. Es gibt verschiedenste Sherrys, die dann auch wieder verschiedene Wirkungen bei der Lagerung erzeugen. Es werden aber auch super, super gerne Ex-Bourbon-Fässer genommen,
Es gibt Fälle, in denen gerne Portwein oder sogar Madeira-Fässer verwendet werden. Und jede Verwendung des einzelnen Fasses bringt auch wieder ein anderes Aroma mit rein. Ihr könnt euch das vorstellen, dass natürlich die Holzlamellen des Fasses sich bei der Lagerung vollziehen mit dem jeweiligen Getränk, sage ich jetzt einfach mal, was da drin ist. Und wenn man das dann rausgeholt hat, dieses Getränk, dann bleiben immer noch intensive Aromen von diesem Getränk im Fass und in dem Holz drinne. Und deswegen ist es natürlich interessant, ein anderes Destillat in diesem Fass zu lagern, um eben noch leichte Aromen des davor gelagerten Produktes in das neue Produkt zu etablieren. Und das ist genau der Clou der Verwendung anderer Fässer. Als nächstes habe ich einen 12-jährigen Single Malt Scotch für euch, und zwar den Glengarry. Das Ganze aus Ex-Bourbon- und Sherry-Fässern und bei 48 Volumenprozent abgefüllt. Cheers. Cheers. Ich finde es auch wieder auf jeden Fall so im gelb-golden Bereich, aber deutlich dunkler als jetzt die ersten zwei, die wir hatten. Ja, definitiv, und auch so von der Konsistenz. Also es ist jetzt nicht ganz so dickflüssig wie der andere, aber von der Viskosität verspricht er einem schon irgendwo ein bisschen mehr Süße, so ein bisschen mehr dunkle Geschmäcker als die ersten beiden. Ich bin generell überrascht, wie süß Whiskys riechen. Also ich bin eigentlich nicht so der Whisky-Trinker, aber jeder einzelne war jetzt, je länger man dran riecht, desto süßer werden die. Und auch wieder dieser. Ich finde fast so ein bisschen malzig, getreidig. Mein süß. Erster Eindruck war gerade eher irgendwie so eine feuchte Erde vom Geruch. Mhm. Aber also je mehr ich dran rieche, desto mehr kann ich mir auch so ein reifes Obst vorstellen. Ja, mit diesen ganzen Kombinationen triffst du ja auch was total Süßes. Also du hast irgendwie ein reifes Obst mit drin. Ich finde, du hast aber auch was sehr, sehr Getreidiges mit drin. Eher so eine reife Banane. Und da drauf addiert sich nochmal so eine schöne Karamellnote irgendwie oben drauf. Und das im Gesamtkonzept ist natürlich ein super süßer Geruch. Hat aber auch sehr, sehr viele Holznoten mit drin. Mhm. Karamellig schmeckt man auf jeden Fall auch. Ist auch, ich finde auch gerade so vom Geschmackseindruck, der erste ist karamellig süß. Und dann macht sich so das Holz, das Fass, sehr breit von der Zunge. Mhm. Relativ einen langen Abgang. Spät kommt so die Schärfe und dann auf jeden Fall ein Lagerfeuer. kurze Eingebung von mir. Wahrscheinlich ist das die Eiche. Ja, finde ich nämlich auch, dass ich am Anfang dieses karamellig-süße nach reifen Früchten irgendwie, und am Ende bist du eher bei einem Eichenholz. Im Feuer verbinde ich dann auch mit Rauch, aber bei einem Eichenholz. Und auf der anderen Seite aber auch bei so ganz dunklen Früchten, die irgendwie hinten rausziehen. Also da das irgendwie, und auch da die Schärfe, die da ein bisschen drin liegt, relativ spät kommt, hast du auch so einen langen, geschmacksintensiven Abgang, der irgendwie wirklich das Ganze zu einem richtig komplexen, klassischen Scotch formt, der aber super divers im Geschmack ist. Er gefällt mir sehr gut. An der Stelle will ich die Zeit nutzen, euch ein bisschen was über Angel Share zu erzählen. Angel Share ist ganz einfach der Teil des Fassinhalts, der während der Lagerung an die Luft abgegeben wird. Das können manchmal bis zu 70-80% sein im schlimmsten Falle. Und zwar liegt es daran, dass durch die hohen Temperaturunterschiede oder gerade durch hohe Temperaturen eben Flüssigkeit verdunstet, auch im Fass, die somit an die Luft abgegeben wird. Und man deswegen, weil es eben an die Luft abgegeben wird, man es auch den sogenannten Angel Share nennt. Man hat natürlich den Vorteil, dass desto weniger im Fass übrig bleibt, desto mehr Aromen, die vorher im Fass enthalten waren, konzentrieren sich in diesen kleinen Anteil der Flüssigkeit. Und genau das macht den Angel Share aus, dass man eben vielleicht einen hohen Teil an die Luft abgibt und das natürlich kein Produzent gut findet, man aber auf der anderen Seite auch ein höher konzentriertes Aroma hinterher im Fass drin hat. So, als letztes habe ich einen 8-jährigen Single Malt für euch, und zwar den Porter's Cake. Das Ganze bei 45,8 Volumenprozent abgefüllt und von der Insel Islay. Das heißt, es erwartet euch ein bisschen was Rauchiges.
Na dann, los. Cheers. 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 Ist auf jeden Fall mit Abstand der hellste von den Whiskys heute. Und das ist auch relativ klar. Ja, und auch von der Viskosität relativ dünnflüssig. Man erwartet wenig Süße. Und doch hat man die irgendwo in der Nase drin, finde ich. Und ein Lagerfeuer. Ganz eindeutige Rauchnote. Ja, also es ist vor allem halt dieses dominante Rauchige. Ja. Aber ich finde, man hat trotzdem auch so die Getreidegrundlage ist immer noch in der Nase. Ja, und ich finde hier gerade, der Rauch paart sich sehr schön mit so klassisch floralen Noten. Also es ist eben diese Kombination, diese Gegensätze aus sowohl was extrem Rauchigem, relativ Schwerem und auf der anderen Seite was super Frisches, Blumiges. Ich finde ihn auch im Geschmack erstaunlich leicht. Ja. Und nicht so scharf wie die anderen. Trotz des Lagerfeuers, was man überhaupt nicht erwarten würde. Ich finde, der hebt sich sehr ab. Also durch seine Leichtigkeit für ein Islay Malt, das spricht krass. Also finde ich aber auch trotzdem sehr lecker, sehr frisch irgendwie. Und ja. Geschmacklich, finde ich, kommt da noch irgendwie sowas von einem dunklen Zucker mit. Aber auch immer noch irgendwie auf der sehr holzigen Seite, finde ich. Mhm. Also ich finde, zu diesem Jod- und Teergeschmäckern, die jetzt vielleicht klassisch als Lagerfeuer bezeichnet, hat man noch so ein bisschen sowohl Süßholz, aber auch was Malziges und was Fruchtiges mit den ganzen Dingen drin. Und was man natürlich generell sagen kann, ist auf jeden Fall, dass er sehr rauchig ist, aber sehr wenig torfig. Also diese Schwere, die sonst eigentlich hinter einem rauchigen Whisky steckt, die fehlt in dem Falle komplett. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist irgendwie was Neues, was Frisches und es ist nicht so ein klassischer, kräftiger, schlagender Islay Malt. Ja, bleibt sehr lange auf der Zunge, muss ich sagen. Also krass, das ist echt erstaunlich, dass ich immer noch dieses volle Geschmackserlebnis gerade habe. Ja. Zu guter Letzt möchte ich euch nochmal erklären, wie der Rauch überhaupt in den Whisky kommt oder in diesem Fall in den Islay Malt. Wir haben eben den Porter's Cake 8 zusammengetrunken und eben dieser ist auf Gerstebasis. In der Produktion muss diese Gerste erstmal gemeischt werden und dann wieder getrocknet werden. Diese Trocknung findet über einem Feuer statt, was eben durch Torf angetrieben wird. Torf ist nichts anderes als ein Moos, eine Art Moos, das aus dem Moor rausgeholt wird und bringt eben diesen typischen rauchigen Geschmack mit, wenn man es verbrennt. Und hinterher kann man einen sogenannten Phenolgehalt messen, auch ppm, percent per million genannt, der eben in Zahlen die Rauchigkeit eines Whiskys bestimmt. In diesem Fall waren es so ungefähr 130 ppm. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Rauch in den Whisky reinzukriegen. Dies hier ist aber tatsächlich die ursprüngliche und herkömmliche Art und Weise, das zu tun. Das war's von unserem Whisky-Tasting und ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Ihr hattet viel Spaß. Ihr könnt gerne mal kommentieren, welcher Whisky euch am besten gefallen hat und dann freuen wir uns, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut!